Dach zwischen Parkhaus, was das Parkhaus und International Airport verbindet. Ah. Ich könnte jetzt auf diese Terminaldächer springen, aber dann komme ich nicht mehr hier hoch. Ich sehe einen Hubschrauber. Ich bin jetzt am Flugzeug. Ja, steht sogar ein Star. Aber kein zweites. Mal sehen, ob es dann ein Star ist, wenn ich dann weg bin. Ja, nee, ich wollte auch eh rausspringen. Ja, und dann holst du dir auch ein Flugzeug. Oh, ich bin runtergesprungen. Fallschirm auf und tot. Die Polizei hat mich gerade gesucht, weil ich da runtergesprungen bin. Jetzt habe ich keinen Fallschirm mehr. Toll. Egal, hier steht noch ein Flugzeug auf der Straße. Ja, das war meins vorher. Nur keine Flügel mehr dran. Sag ich doch. Ja, ich kann mir aber jetzt, ich habe die freie Auswahl für ein Auto. Ich müsste mal ausprobieren, auf der Brücke hier vom Gate zu landen. Ja, da war ich gerade. Weißt du was? Ich mach das, versuch das mal. Ich gehe wieder nach ganz oben im Parkhaus. Weil dann kannst du mich mitnehmen, dann habe ich wieder einen Fallschirm. Was sind das bitte für Winglets von dem Flugzeug? Die sind nach unten gebogen, das kenne ich gar nicht. Ja, okay, es geht ja 5, also. Muss es nicht geben. Hallo. Innovation Game. So. Und mit Anlauf. Und zack. Ha, Antenne! Wow! Zack. Und zack. Stopp! Stopp! Zack. Stopp! Stopp! Nein! Ich war gerade oben. Ah! Scheiße! Ist wieder runtergefallen, das Flugzeug. Nein, ich bin oben an der Wand hängen geblieben. So, ja, ein stand. Shit. Ich dachte, da stände mal mein Auto. Ja, hier stand eigentlich mal mein Es kann ja nicht so schwer sein, da oben drauf zu landen, Mann. Naja, du musst ein bisschen langsamer sein. Hey, ich habe auch ein Elektroauto. Ja, es brennt. Ein wenig. Ich kletter mal drauf. Ein Schuss und der Reifen ist weg, na klar. Kann ich brennen? Ja. Ich war gerade ein Feuer. War jetzt eigentlich auch nochmal aufzubrennen? Ja, so irgendwann. Ja, es hat aufgehört. Schön dagegen. Das Auto, was ich gerade fahre, erinnert mich an unser Auto. Also an meins, in dem Fall. Geil, ich kann den Flügel schieben. Jetzt habe ich damit ein Auto hochgehoben. Ich will ja diese Familienkutsche, die wir vorne hatten. Warum? Genau. Oh. Ich habe mal Spaß mit dem Flügel. Ich freue mich schon morgen aufs Rendern. Ich habe so viel zu rendern. Und ich habe den Flügel vom Parkhaus geschmissen. Flugzeug, Flugzeug. Ist ein zweites da? Nee. At the moment nicht. So, komm, jetzt, ich habe ein gutes Gefühl. Ich will das andere mal wegschieben, damit du mehr Platz hast. Meine Tür ist noch auf. Hast du gerade eine Backpfeife gegeben? Nee. So, da ist das. Da liegt Geld rum. Immerhin, $70. Stopp! Zu schnell. Ah! Alter! Warte mal, ich lasse das Auto nochmal die Dings runterstürzen. Ich springe nämlich da voraus. Ach, da ist die Rampe. Ich versuche mich für den Abflug zu positionieren. Och, komm schon. Nein, mein Höhenruder ist ab.
Eines meiner Höhenruder ist weg. Wie das denn? Ich bin hinten gegen die Wand gefahren, jetzt liegt da ein Höhenruder. Oder ein Teil davon. Guck. Du unfähiger Mensch. Warte. Warum kann das nicht hier im FSX passieren? Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. So ein Sch... Irgendwas ist da in die Luft gegangen. Ich habe da das Auto runterfallen lassen. Ach so. Oh, so wäre ich weit gekommen. Ja, ich komm. Warte. Das Höhenruder hin ist total im Eimer. Egal, wir haben falsche. Ich nicht. Doch. Sobald du im Flugzeug betrittst, hast du einen. Ich bin roter laufen. Jo, yippie yummy. Oh oh, es brennt. Ja. Nein! Ha! Ich hab das Kopfgeld gekriegt. Ach du Mist. Scheiße, Rang erhöht, geil. Ach man. Dieses Spiel macht mich fertig. So, aber auf dem Flughafen, oh, eine alte Oma. So, aber auf dem Flughafen. Man kann so viel Spaß mit Flugzeugen haben, das ist unglaublich. Oh, weißt du, was wie krass bei GTA 4 war? Da hast du dann den Raketenwerfer genommen. Und da sind die Menschen ja mal weggeflogen. Und eingestellt, dass du nicht sterben kannst. Und also Friendly Fire. Ja. Yeah. Und dann? Ja, das war ganz lustig, weil dann... Neue Waffe, Granate, geil. Echt jetzt? Hier rennt gerade ein Polizist weg. Der ist ausgebildet. Der rennt hier rum. Im Kreis. MP-Schalldämpfer. Warum kommt der hier hoch? Jetzt springt er wieder runter. Rollt sich ab. Lester ruft an. Hey, if you're ever looking for a vehicle, give me a call and I'll see what I can do. I can locate most vehicles all over the city. Ach, geht doch. Neue Maske, grüner Affe. Wenn du einen Hubschrauber oder ein Flugzeug brauchst, soll ich Lester anrufen. Ja, das geht aber erst ab Rang 34. Im Moment kannst du ein Auto dir finden lassen, was irgendwo rumsteht, was du dann klauen kannst. Was hier sind nicht. Zwei Flugzeuge. Ja, ich komm. Neue Fahrzeugteile. Oh. Nicht gut. 14 neue Frisuren, Alter. Hey, wo ist denn das andere? Rechts. 6 neue Kleidungsstücke. So, wir können. Kannst mal die Tür zumachen, du Ache. Die geht beim Fliegen zu. Ja, sie ist immer noch offen. Oh, mein Flugzeug hat wieder so einen Runterdrall, das ist so ätzend. Was machst du da? Du kommst dem Boden sehr nah. Ein wenig. Hallöle. Ja. Wollen wir wieder von derselben Landebahn starten? Können wir machen, ja. Nein! Ich hab nur noch einen Knall gehört. Mist. Er starb als Held. Einer Laterne hängen geblieben. Oh, da läuft gerade ein Kurve. Ihm stand nichts im Wege. Keine Tiere, keine Autos, nix. Doch diese Lampe hat es doch entschieden. Oha, der macht mich fertig. Der boxt mich K.O. Aua, mich macht gerade so ein dicker Mann K.O. Lol. Hey, wer erschießt mich? Keine Ahnung, irgendjemand hat mich erschossen. Oh, hier waren ungefähr 20 Polizeiwagen, die mich gejagt haben. Jetzt weiß ich auch, wer mich erschossen hat. Hier liegt immer noch das Auto, was ich vorhin runtergestürzt habe. Das ist irgendwie gerade nochmal geflogen. Ghost Rider, Alter. Ja, das ist jetzt wieder komplett ganz und liegt nur noch auf dem Dach. Nice. Fail. Ja. Liegt das Flugzeug da unten noch? Nee. Nee. Wo bist denn du? Über ein Terminal. Warte, ich komme. Ja. Jetzt nicht mehr. Was hast du gemacht? Ich bin in eine Klimaanlage geflogen. Ja, du bist wenigstens gekühlt. Oh Mann.
blöder Baum. Hier ist ein Strauch und ich schaff's nicht gegenzulaufen. Was lässt sich hier Farbe? Und jetzt wollte ich wohl Neonröhren. Elektroautos vor sie winnen. Jo. Hier ist eins und noch eins. Seit wann gibt's Elektroautos mit Gangschaltung? Ich bin gerade in den Rotor reingeflogen und jetzt habe ich da ganz schöne Schramme an meinem Auto. Ich nehme das Minzfarben, ne? Mhm. Dir zu. Steht da noch ein zweites? Ja. Gut. Nur die Scheinwerfer vorne oder auch die oben? Auch die oben. Ich mag Elektroautos. Ich stelle mich schon mal auf die Landebahn, die hier direkt ist. Also erstmal nicht abheben, sondern erstmal auf die Landebahn, bitte. Das müsste dann die 180er sein oder so. Warte, steht hier gleich. Wenn die Leuchtschrift das nicht völlig überdeckt, das ist die 21. Die 21. Ah, 30 Grad Abweichung. Für die Vollidioten, die denken, was labern die? Das ist nur für Kollegen, die sich mit Flugzeugen auskennen. Mhm. Also das ist nur für gute Vollidioten. Das ist Allgemeinwissen. Ja, für Piloten schon. Ja, gut, ja. Man könnte auch den zivilisierten Weg nehmen. Fahr mal. Nicht jetzt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein warte, Stück. Warte, warte, ich muss das gerade... So, ich stehe jetzt genau hinter dir. Ah, zu viel! Perfekt. Funktioniert dein Seitenruder noch? Ja. Gut. 1, 2, 3. Ich habe einen sicheren Abstand. Wollen wir es mal ein bisschen spannend machen, bis wir vom Gas gehen und wieder drauf gehen. Wow. Uha. Oi. Ja. Oh. Ha, jetzt treffe ich. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig umgebracht, oder? Ja. Scheiße. Was musstest du ja nach rechts fliegen? Ich hab gedacht, wir drehen nach rechts über den Strand ab. Ich wollte nach links. Das sah so geil aus, Alter. Ach, schön. Ja, wie geil, das, der Flughafen ist auf der einen Seite offen. Hier, das Tor. Das Tor ist offen bei mir. Was, wie? Ja. Komm her, ist das Tor offen. Okay, wir müssen doch hinfahren. Ja, bring Auto mit, das Tor ist offen. Ach, wie ich das gefeiert habe. Welches Tor? Komm her, da wo ich bin. Hier. Offen. Warte, lass mich einsteigen. Ach so, aber da kommst du nicht auf den Airport. Nicht? Oh. Das ist allein nur für Fracht. Hey, Motorrad. Was aber man kann auch. Da? Wo ist der? Da, da ist der. Man kann aber auch. Moment. Schade. Da vorne ist ja noch so ein Container. Oh. Gerade so. Oh. Bring uns mal zu den... Ist nach links, rechts meine ich. Ach Mann, ey. Hey, ich habe $2000 für gute Führung bekommen. Mhm. Bevor mich irgendjemand tötet, sollte ich das vielleicht mal auf die Bank einzahlen. Ich habe ja schon heute genug Geld gemacht. Ja? Ja, ich habe ja... Ich habe gar nichts. 5000 gemacht, 3000, weil ich dich umgebracht habe.
Und ja, toll. 2000 für gute Führung. Das muntert mich auch extrem auf. Ja, du hast mich da auch schon umgebracht und Geld kassiert. Ist eigentlich total schlau, das Auto davor zu parken. Ah, da sind zwei Flugzeuge. Ich bin schon mal bei der Landebahn. Wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf? Ich habe keine Ahnung. Zwei Stunden? Du kannst ja einfach jetzt ohne Folgenschnitt zu machen, danach die Schnitte setzen. Ja, habe ich schon, aber gut. Du Idiot. Toll. Mein Querruderfutsch. Ach, meins funktioniert noch. Toll, ich hab mich am Auto festgefahren. Oh oh. Lauf! Warum? Das brennt. Komm her. Warte. Geh on the runway. Komm. Komm. Wieder kaputt. Putt. I stand on the runway. Da passiert nichts. Ich tu's mal beschleunigen. Gleich macht's Pum. Prophet ist gestorben. Das macht nicht Putt. Ja, dann kommt er zur Landebahn. Jetzt hat's Putt gemacht. Und das war auch für mich der Schnusker. Ich beende mal die GTA-Aufnahme und wir sehen uns irgendwann mal beim nächsten Special, wenn eins kommt. Jo. Tschüssi.